dürfen die Männer natürlich nicht fehlen. Und ich freue mich, dass Thomas Anders mit seinem neuen musikalischen Partner Uwe Fahrenkrug-Petersen bei uns ist. Sie treten auf als Anders Fahrenkrug mit No More Tears on the Dance Floor. No more tears on the dance floor. No more crying like you wanna be heard. Come on, dance away the heartbreak. No more crazy, crazy love. Und Uwe Fahrenkrug-Petersen bei SWR auf Tour. Hallo, guten Abend. Hallo. Uwe, nimm Platz. Das sind ja Wege hier, sag ich dir. Hi. Hier, Uwe, auch für dich. Okay. Mensch, es ist deutsche Musikgeschichte, die hier sitzt. Ob das jetzt Modern Talking ist, deine Vergangenheit, oder Nena, der Keyboarder und auch Komponist von 99 Luftballons. Aber da fragt man sich ja, wie habt ihr beiden euch dann getroffen, dass ihr gesagt habt, wir machen's? Ja, das war eher zufällig, weil ich war in Frankfurt, oder eher wir beide waren in Frankfurt am Flughafen und haben uns in der Lounge getroffen. Ich war auf Besuche für mein neues Album, für einen Produzenten. Und ich sagte, Uwe, pass auf, du bist so ein hervorragender Komponist und Produzent. Hast du nicht Lust, irgendwie für mich was zu schreiben? Und er sagte, ja. Und dann fing die wirklich richtige Zusammenarbeit im September letzten Jahres an. Und ich sagte eine Bedingung, dein Ex-Partner ist nicht dabei. Okay. Ja. Das ließ sich ja leicht. Ich hatte auch eine Bedingung, ich sagte, kannst du die Haare färben lassen? Das hat er nicht gemacht, also er ist blond geblieben, aber... Er zuckt immer noch zusammen, wenn ich hinter ihm langlaufe. Aber es läuft gut. Es läuft gut. Das finde ich auch und ich möchte dich, aber wenn ich dich schon hier habe, auch noch bitten um eine spontane Titelverteidigung heute im Laufe der Sendung. Eine spontane was?
Titelverteidigung. Soweit ich weiß, bist du der weltschnellste Eisschneeschläger überhaupt. Ach mein Gott, ich hatte früher die Nora-Kette, jetzt ist es Eisschnee. Aber ich habe tolle Gegner für dich, die Geschwister Hofmann und Waltraud und Mariechen. Also da verliere ich doch gerne. Die Chancen stehen gut. Werden wir später uns drum kümmern. Aber jetzt meinst du das jetzt im Ernst? Ich meine das ganz im Ernst, wir haben alles vorbereitet. Und vorher möchte ich aber jetzt auch noch euer Pfalzwissen testen. Das auch noch? Ich bin zum Singen hier. Ja, hallo. Nicht nur. Ich werde wahnsinnig. Was haben wir denn jetzt? Ich bin Berliner, ich habe keine Ahnung. Mach dir keine Sorgen. Das ist ganz einfach. Und wir beginnen gleich mal mit einer sehr süßen Geschichte. Okay. Tja, ist es die älteste Schokokussfabrik Deutschlands, ihr Lieben? Ich denke schon. Das ist ja doch an der Grenze zu Frankreich. Würde ich jetzt mal sagen, ja. Was du als Berliner meinst, das ich könnte meine, so ja, die bei uns heißen die übrigens Negerküsse, ja. Thomas, was meinst du? Also, das war so authentisch. Also, ich meine, also? Ihr könnt nicht so viel Geld investiert haben, das ganze Fabrikgebäude da irgendwie zu machen. Also, ich würde sagen auch ja. Okay, wir klären es direkt auf. Marie-Louise Traut, ist sie die da? Chefin der Schokofabrik, ist bei uns. Hallo, Frau Traut, nehmen Sie bitte Platz. Also, die meinen, das stimmt, die älteste Schokofabrik Deutschlands steht hier in der Nähe. Ich sag ja, ich muss jetzt ja sagen, klar. Frau Traut, und jetzt? Ja, Sie haben recht. Ich habe recht! Uwe hey, auch. Ich habe recht. Wir werden jetzt 100 Jahre alt. Was ist da eigentlich drin? Das interessiert mich immer. Eischnee, Zucker? Hühnereiweiß, Zucker, ja. Lecker, ja. Sehr lecker, ja. Haben Sie welche dabei? Ja, natürlich. Aber da kommen wir erst später zu. Haben Sie mich engagiert, um da hier zu schlagen? Oder was? Nein. Aber wenn wir schon beim Thema Schlagen sind, kommen wir zum nächsten Verkaufsschlager der Südpfalz, dem Wein, in unserem Rätsel Nummer 2. Der älteste Weinberg der Welt? Also ich würde sagen 100% ja, weil ich meine, diese Gegend war ja auch von den Römern irgendwie bevölkert vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und die haben auch den Wein hier in unsere Gegend gebracht. Okay. Und deshalb... Ein klares Ja. Deshalb für mich ein klares Ja. Ich bin da skeptisch, ehrlich gesagt. Ich meine, die Griechen hatten Wein und die Römer. Ja, die hatten einen längeren Anreiseweg. Also ein Ja, ein Nein. Wir klären es auf. Stefan Oberhofer kommt zu uns. Und Herr Oberhofer, nehmen Sie Platz. Ihr Mikrofon. So, also, wie sieht's aus? Ja, das stimmt absolut richtig. Der Wein oder die Weinstücke sind in dem Weinberg über 400 Jahre alt und geben jedes Jahr noch einen kleinen Ertrag. Und den 2010er, den ich mitgebracht habe. Ja. Ich darf den mal vorsichtig öffnen. Ah, okay, das ist was anderes. Ne? Ihr seid die ältesten Weinstöcke. Die ältesten Rebstöcke. Rebstöcke. Okay. Aber das sind nicht die, damals sind ja die ganzen Französischen alle vernichtet worden, durch die Amerikanischen ersetzt worden. Ihr seid noch Nein, echt. Nein, die sind noch wurzelecht, absolut. Oh, super. Der Weinberg steht auch unter Guck mal hier. Mit anderen Worten, für dich den Trostpreis. Also ich nehme weil du ja einmal falsch warst. Und für dich den... Den Hauptpreis. Hauptpreis. Das zweimal richtig. Dankeschön. Vielen Dank, Thomas Anders. Super klasse. Uwe Fahnkrug und auch danke. Stefan Oberhofer danke. Für das schöne Geschenk. Dankeschön. Jetzt in die Bresche springen, denn es wartet ja der Eisschnee-Schnellschlag-Weltrekord. Oh. Gehalten von Thomas Anders. Und das darf auch Waltraud und Mariechen nicht fehlen. Und alle haben, glaube ich, die nötigen Requisiten für euch dabei. Oh, ach Gott. Nachdem ihr mir ja erzählt habt, ihr seid so großartig im Plätzchenbacken. Und da wo ich Strom? Im Plätzchen essen. Ja. Im Plätzchenbacken und essen. Ich halte für euch die Mikrofone. Soll ich dir mal kurz was abnehmen? Geht schon. Also einer alten Hausfrau braucht man nichts abnehmen. Ne? Ich klatsche, ja. Nachher ins Wasser. Wann immer ihr soweit seid. Aufstellung darf, immer nehmen. Ich erkläre euch noch die Regeln. Ja. Okay, aber darf ich gleich am Anfang den Besen mit ihm tauschen? Der ist viel größer. Wie, der hat einen größeren Besen? Was soll das denn jetzt heißen? Mensch. Es geht darum, möglichst schnell dieses Eiweiß zu Eischnee zu schlagen. Ich gebe euch maximal eine Minute Zeit, denn der Weltrekord liegt bei 38 Sekunden. Und am Schluss... Seid ihr soweit? Ja. Auf die Plätze, fertig, los! Oh, 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 oh.
leider nicht. Ich habe beide Hände voll. Nein. Also, du hast sage und schreibe 38 Sekunden und 97 Hundertstel. Hey, gut. Er ist und bleibt einfach der Weltmeister im Eisstichwagen. Aber mein fällt auch, Herr Moderator, mein fällt auch. Vielen Dank, dass ihr diesen Spaß mitgemacht habt. Aber. Du schau. Ja, du hast ja die Hälfte schon weggeschüttet. Die ist ja schon fest am Boden. Also ich würde sagen, es war eine grandiose Geschichte. Schmeckt aber nach gar nichts. So soll es bleiben. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Schmeckt nicht. Darf ich mal probieren? Ein schmeckt aber schön süß. Ist da Zucker denn gewesen, oder was? Ein Riesenapplaus für Waltraud und Mariechen. Gib mir die Schüssel, gib mir deine Schürze. Darf ich euch bitten, das gerade noch mitzunehmen? Ich kümmere mich um die Schürze, denn wir feiern... Wir feiern jetzt noch ein großartiges Finale mit Thomas Anders und Uwe Fahrenkrog-Petersen. Aber vorher haben wir natürlich noch eine kleine Überraschung für Thomas Anders. Und da kommt der Andreas Unterberg zu mir. Andreas Unterberg ist der anerkannte, ja, ich sag mal, Edelfan von Thomas Anders. Komm zu mir. Was hallo hast Andreas, du denn hallo. Für eine Überraschung mitgebracht? Du wusstest davon? Ja, schon irgendwie, ein bisschen. Ein bisschen, ja. Also erzähl. Ja, also ich habe, du bist ja schon ganz, ganz lange auf der Bühne, über 40 Jahre. Und ja. Wann hast du okay. nochmal angefangen? Mit 38. Also ich habe es mal so in die Runde geschmissen, dass du über 40 Jahre auf der Bühne bist unter deinen Kollegen. Und da kam eine Flut zurück an Glückwünschen, die mich erreicht haben. Und ich habe das Ganze mal in einem Buch aufbereitet. Schlag's einmal kurz auf. Ich habe das Ganze mal in einem Buch aufbereitet hier. Zum Beispiel die Joy. Und dann habe ich da Buchkapitel dazu gemacht. Hier der Bürgermeister von Koblenz, Glenn Medeiros, die Three Degrees, die sind alle drin. Die haben dir alle gratuliert zum 40-jährigen Jubiläum. Das 40. Bühnenjubiläum. Wann war der erste Auftritt? Ich habe mir sagen lassen, mit 6 oder 7 mit beim 6 Nikolausfest. Mit 6 Jahren beim Nikolausfest, ja, das stimmt. Also, Hammer, ich bin gerührt. So. Ich finde das großartig, ich finde das ganz toll. Danke. Das ist mein Leben, was hier drin ist. Irgendwie. Das ist ein halbes Symbol. Auch dein Leben, ja. Ich finde es großartig. Vielen Dank, Andreas Unterberg. Dankeschön. Und wir freuen uns jetzt gleich auf das grandiose Finale mit Thomas Anders und Uwe Fahrenkrog-Petersen. Aber nicht ohne Tschüss zu sagen und auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen in 14 Tagen melde ich mich dann für Sie vom SWR 4 Sommerfest von der Bundesgartenschau in Koblenz mit Semino Rossi, Michelle, DJ Ötzi und vielen, vielen anderen. Ich hoffe, Sie sind dabei und genießen bis dahin die Zeit und jetzt vor allem Anders Fahrenkrog mit.